Ich habe ja gerade schon was dazu gesagt. Und ja, es gibt kaum verfügbar eine Einzeldosis, sondern wenn, dann in aller Regel als Dreifachimpfung mit Röteln und Mumps dazu. Ich wäre jetzt Anhänger der These, mit einem Stich gleich dreifach die Kinder geschützt. Sie sind im Zweifel Anhänger einer anderen These. Aber wenn Sie mich fragen, warum? Weil spätestens dann, wenn in die Kita und in die Schule es geht, es nicht nur um Ihr Kind geht, sondern auch um die Kinder. Ja, wissen Sie, aber diese Haltung, Masern gibt es doch kaum, weil die anderen 90% lassen sich schon impfen, finde ich, ist jetzt auch keine akzeptable Haltung. Und deswegen, naja, aber wenn sich gar keiner mehr impfen lassen würde und alle sagen, ja, aber dann verlassen Sie, erstens mal stimmt die Zahl 97%. Aber haben Sie Ihr Kind mal gefragt, ob das für Ihr Kind okay ist? Ja, aber wissen Sie, das eine ist, es ist für Sie okay. Aber ich weiß nicht, ob Sie mal die Story haben lesen können, sonst empfehle ich die, weil die ist mir sehr nahe gegangen. In der Zeit stand die vor einigen Wochen mal, wo ein Kinderarzt berichtet hat, wie sich bei ihm in der Praxis 3 Kinder im Wartezimmer angesteckt haben. Er kann das auch nachvollziehen, an welchem Patienten sie sich angesteckt haben. Und 2 von denen sind Jahre später, weil nach einer Maserninfektion Jahre später noch eine Gehirnentzündung sich entwickeln kann, die irreversibel und unbehandelbar sicher in den Tod führt. 2 von diesen Kids, die sich in seinem Wartezimmer angesteckt haben, sind sogar später gestorben. Und der ist bis heute, leidet er darunter, dass das hat passieren können. Und deswegen sage ich noch einmal, was Sie zu Hause entscheiden, ist nicht meine Baustelle. Aber, ja, jetzt warten Sie mal ab. Aber in dem Moment, wo es um einen Kindergarten geht und nicht nur Ihr Kind betroffen ist, und in dem Moment, wo es um die Schule geht und nicht nur Ihr Kind betroffen ist, in dem Moment, wo wir immer mehr unter Einjährige, gebt mir Mühe, aber ich weiß, Kinderlärm ist Zukunftsmusik und deswegen ist das auch völlig okay. Aber jedenfalls in dem Moment, wo wir immer mehr unter Einjährige haben, in den Kitas, die nicht geimpft werden können aus medizinischen Gründen, weil man erst ab dem 12. Monat impfen kann. Schon allein zum Schutz der unter Einjährigen in den Kitas werde ich immer dafür werben, und es jetzt auch rechtlich durchsetzen, dass die anderen geimpft sind. Weil ich finde, es geht eben nicht nur um ein Recht. So, an dieser Stelle... Das ist ja eine Garantie, dass meine Kinder keine Impfschaden. Nein, die kann ich Ihnen nicht... Nein, aber wissen Sie, das ist... Warum verbieten Sie nicht Zucker? Damit erreichen Sie viel mehr. Können wir gerne diskutieren, aber nur eins noch zum Impfen. Das Risiko, statistisch, wenn Sie mir mit Wissenschaft und Schaden kommen, 100% kann ich Ihnen nicht geben, das Risiko statistisch, dass ein Kind durch Masern eine sehr schwerwiegende Entschädigung mit sich trägt, bis, wie gesagt, hin zum Tod, ist höher als das Risiko eines Impfschadens. Und deswegen schon alleine in der Abwägung dieser unterschiedlichen Rechtsgüter. 100% gibt es nicht. Ist auch wie jeder Aspirin hat auch eine Impfung natürlich ein Risiko. Die Frage ist, wie Sie die Risiken gegeneinander abwägen. Sie kommen für sich zu einer anderen Entscheidung. Ich habe allerdings die Aufgabe, mich um öffentliche Gesundheit zu kümmern und um die Frage, was ist, wenn Menschen... Wenn Menschen sich nicht nur alleine aufhalten, sondern auch mit anderen zusammen sind und so wie wir es verbieten, ich sage es noch einmal, dass sie zu schnell fahren. Sie könnten sagen, ist mir, mein Kind sitzt neben mir, ist unser Thema. Nein, sie gefährden auch andere. Und in dem Moment, wo sie in einer Versammlung wie dieser sind und das Risiko in sich tragen, eine Infektionskrankheit zu haben, die man eigentlich leicht vermeiden könnte, es geht jetzt um unnötige Gefährdung, finde ich, hat man nicht nur eine Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere. Und das ist das Thema, das mich dabei treibt. So, und jetzt...